In der folgenden Episode zeigen wir unterschiedliche Möglichkeiten, sprechen über eigene Erfahrungen und verwenden verschiedene Produkte. Dabei handelt es sich um unseren Blickwinkel, wir sind aber auch sehr auf eure Meinung und Erfahrungen gespannt. Und nun viel Spaß mit einer neuen Folge T-Basics. Hallo und herzlich willkommen aus dem Tabletop Basement und zu einer neuen Folge T-Basics. Heute malen wir Korallenriffe an. Ja, herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal und ja, ihr habt richtig gehört, wir malen heute mal Korallenriffe an. Und zwar habe ich vor meinem Urlaub noch von dem Jens von der Firma Amarodo Factory 3D-Druckgelände bekommen. Und er hatte so eine Umfrage geschaut, hey, gibt es Leute, die Bock haben, irgendwie 3D-Drucksachen anzumalen für meinen Shop und so. Und dann hatte ich mich auch bei ihm gemeldet, so ja, na klar, können wir machen. Und ich habe Bock, irgendwas im Geländebereich zu bauen, anzumalen, Entschuldigung. Und dann brachte er mir diese ganzen, ich zeige euch gleich noch mehr, Korallensachen mit und Unterwassergelände. Und ich dachte, okay, das ist ja mal spannend, das ist mal was komplett anderes. Allerdings natürlich auch ein schwieriges Setting, weil natürlich Unterwassergelände, ja, mir fällt ein einziges System ein, was tatsächlich unter Wasser spielt, das ist Deep Wars. Auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ansonsten könnte ich mir vorstellen, könnte man noch für Freebooters Fate vielleicht als Dekorationselemente nutzen. Aber ansonsten fällt mir jetzt spontan nichts ein. Falls ihr Spiele habt, die unter Wasser spielen, gerne mal unten in die Kommentare tippern, würde mich interessieren. Naja, jedenfalls musste ich das Gelände eh anmalen, also dachte ich, mache ich doch ein T-Basics-Video draus. Und wir gucken mal, ob wir so eine leichte Wasserspiegelung irgendwie reinkriegen, wie man Korallen anmalen, wie das einfach mal aussieht. Für mich war es auch ein Versuch. Und ich glaube, ich habe tatsächlich was falsch gemacht. Und zwar habe ich ja das werdet ihr im Anschluss sehen, das fertige Bildmaterial. Aber ich glaube, ich habe das falsch gemacht, weil ich habe die Wasserspiegelung auf Felsen, den Bodengrund und so weiter habe ich gemacht. Aber die Korallen, die Säulen der, also hier zum Beispiel diese Säulen, habe ich auch bemalt. Die Korallen habe ich farbig gemacht. Ja, aber die Wasserspiegelungen befinden sich nur auf den Felsen und dem Boden. Also eigentlich hätte das ja überall sein müssen. Wahrscheinlich müssten die Wasserspiegelungen auch noch, ja, wahrscheinlich auch noch auf die Säulen, auf die Korallen. Vielleicht mache ich das einfach nachträglich nochmal nach. Aber so gefällt es mir eigentlich auch ganz gut. Ja, darum geht es also in diesem Video. Wir malen heute mal Wasserspiegelung und Korallen an. Ich hoffe, es gefällt euch. Wie gesagt, falls ihr Systeme habt, die unter Wasser spielen, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ja, jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Video. Am Ende des Videos findet ihr dann, wie immer, das Endprodukt. Und am kommenden Samstag könnt ihr dann das Interview mit der Amarodo Factory sehen. Ja, bis dahin, vielen Dank fürs Einschalten. Gerne mal den Daumen nach oben da lassen. Gerne mal ein Abo da lassen, wenn ihr noch nicht Abonnent seid. Und gerne auch mal die Glocke aktivieren. Ihr kennt das Spiel. Alle wichtigen Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wir sehen uns dann entweder auf dem TBTV Uncut-Kanal. Falls ihr den auch noch nicht abonniert habt, gleich mal rüber. Und das Ding mal abonnieren. Kostet kein Geld. Tut auch nicht weh. Und ja, wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss. Wir beginnen mit einer Schwarzgrundierung. Ich nutze den AK Primer und Mikrofiller Black. Hervorstehende Flächen hellen wir mit einem Weiß auf. Als Hauptfarbe für den Untergrund und sämtliches Gestein nutzen wir Dark Blue Sea von Vallejo. Welchen wir jetzt nach und nach mit einem helleren Farbton hochziehen, in diesem Fall Türkis. Gefolgt von Emerald
und abschließend mit Blue Green. Einen abschließenden Highlight und Wasserspiegelung erzeugen wir mit einem reinen Weiß und einem ganz klein wenig Blue-Green. Abschließend tun wir das Ganze mit einem sanften Drybrush mit Weiß. Die Säulen bemale ich mit Stone Grey. Für die Holzplanken verwende ich Old Wood. Welches anschließend ein Wash von AK Interactive bekommen hat. Abschließend tun wir das Ganze mit einem Dry Brush mit der Farbe Sky Gray. Für die Korallen könnt ihr euch in eurer Farbpalette komplett austoben. Ich habe viele verschiedene helle Farben genommen, um auch einen Kontrast bilden zu können. Um die Farben noch intensiver wirken zu lassen, wurden sämtliche Korallen nochmal mit einem Wash behandelt. Um das Ganze jetzt noch etwas realistisch aussehen zu lassen, nutze ich den Moos-Effekt von Dirty Down. Thank you.